Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 28.06.2024. Und die Sonne geht auf. Es ist wolkenverhangen draußen. Es ist unfassbar. Und die Sonne geht auf. Ist das nicht schön? Die scheint jetzt hier auf meinen wundervollen Kartenplatz. Ich lege aber heute die Karten und zwar entscheide ich mich hier von Katrin Wellstein für die Tarotkarten, die mystischen Tarotkarten, weil es eine mystische Zeit ist und ich mache die Jalousien gerade runter. Eine geräuschvolle, mystische Zeit, soll ich sagen. So wie diese Jalousien euch jetzt dieses Geräusch gegeben haben, so wird ein Geräusch kommen oder eine Fanfare höre ich oder irgendetwas, wenn diese zwei der Kelche auftauchen. Die zwei der Kelche ist die Partnerschaft auf Augenhöhe und sie ist in Kopflage gefallen. Hier fließen Gefühle. Sie fließen, ohne dass sie zu stoppen sind. Und oh, mir geht es gerade hier durch Mark und Bein, wirklich. Wir schauen mal weiter. Wir haben den Pagen der Schwerter, wir haben die Kraft und ich habe die achte Scheiben. Schaut euch mal an, dieser Page der Schwerter, der hier auf seinen Büchern sitzt, steht. Und wir haben gerade 17.17 Uhr, 17, ihr Lieben. Es ist so wundervoll. Der steht auf seinen Büchern und hat die Blume, die Pusteblume in der Hand. Hier kommt Leichtigkeit durch Wissen. Und zwar wirklich Leichtigkeit, dass diese Pusteblume die einzelnen Pusteanteile, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, sie gehen in die Welt. Sie gehen raus und sie sollen gezeigt werden und sie sollen das Wissen weitergeben. Das ist gerade wirklich wunderschön. Und wir haben darunter die 10 der Scheiben, das ist die 10 der Münzen. Hier geht das Wissen ins Bare. Ins Bare, in den schnöden Mammut, soll ich sagen. Und zwar kraftvoll, aber auch, weil du in deiner Kraft bist mit den 8 der Scheiben. Das sind die 8 der Münzen, das ist die Arbeitskarte. Und ich soll dich davor warnen, in den Perfektionismus zu geraten. Die Schmetterlinge, die müssen nicht perfekt sein. Die sind schön, so wie sie sind. Und wenn sie jetzt nur, hier, der ist nur halb angemalt, darunter ist er noch nicht angemalt und trotzdem ist er schön. Dieser Schmetterling gefällt dem einen so und dem anderen eben, wenn er komplett angemalt ist. Deswegen diesen Anspruch, den du an die Perfektion hast, den du an deine Arbeit hast oder an dein Wissen hast, ist wandelbar. Weil das, was du als perfekt ansiehst, sehen die anderen in dem Unperfekten als Perfektes. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Okay, ihr Lieben, ich habe jetzt hier die Licht- und Schatten-Lenormand-Karten aus dem Angelina Schulze Verlag und da kommen die Wolken. Ja, hier sollen zwei. Dann habe ich den Bären und ich habe den Brief. Nein, das ist nicht wahr, das ist der Ring. Und wir haben das Geheimnis. So, jetzt habe ich hier alles durcheinander gebracht. Normalerweise ist das Buch das Geheimnis. Ich empfinde aber hier bei dieser Karte, und schaut mal, die Engel geben die Kugel der Weisheit, die Kugel des Wissens in das Herz, in die Herzebene, weil sich hier etwas öffnet. Und zwar, es ist der Schlüssel. Die Karte ist der Schlüssel. Aber ich habe gesagt, ich empfinde das als Geheimnis, weil sich jetzt hier eine Tür öffnet. Es ist wie das Buch, was sich öffnet. Der Schlüssel ist die Sicherheit. Hier kommt etwas mit Sicherheit. Hier gibt etwas Sicherheit. Es wird etwas abgeschlossen, aufgeschlossen. Aber das, was hinter der Tür ist, das ist das Geheimnis, was sich jetzt lüftet, wenn sich die Tür öffnet. Und die Engel, die arbeiten daran. Und ich soll diese Karte ganz bewusst auf den Engel legen, auf die Engelsflügel, weil sie arbeiten im Hintergrund. Sie arbeiten hinter der Tür, damit die Tür sich öffnen kann, ohne dass du das siehst. Und das ist wichtig,
dass sie jetzt nicht zu sehen sind. Wir haben hier den Bären, wir haben den Ring und hier haben wir jetzt den Brief und die Wege. Der Brief und die Wege unter dem Pagen der Schwerter, unter dem Pagen des Wissens. Ich soll immer wieder auf das Wissen übergehen, immer wieder auf die Bücher übergehen. Und aufgrund dieses Wissens wird dieser Brief hier geschrieben. Und das ist der Brief, der dich in die Wege bringt, der dich veranlasst, diese Wege zu gehen. Die Wege nochmal in das Alte. Und ich soll dir sagen, sei sicher, sei ganz sicher, auch wenn du in das Alte nochmal gehst, es ist wichtig, aber du bist kraftvoll, du kannst ohne Angst in das Alte gehen. Ohne Angst. Und du so, sollst, wenn du, wenn das Alte vorbei, also, ich muss kurz channeln. Es ist so. Das hier ist die Vergangenheit, das ist schon geschehen. Das ist die Gegenwart. Obwohl du in die Vergangenheit schaust, in das Alte schaust, und das ist der nächste Schritt. Hier gibt es einen Vertrag. Diese Ringe stehen und ihr wisst, bei mir geht es nicht vordergründig um romantische Liebe. Es kann auch um die Liebe zu dir selbst sein, um einen Vertrag mit dir selbst, dass du dich nicht mehr ausnutzen lässt, dass du dich nicht mehr nach anderen richtest, dass du nicht sagst, oh, ich habe 10 Kilo mehr, mich liebt keiner, nur deswegen. Nein, das ist ein Vertrag, den du unterschreibst, den du mit dir machst. Oder es kann natürlich auch ein Vertrag sein. Ich sehe einen neuen Mietvertrag, vielleicht für ein Geschäft, Büroräume, eine Praxis. Ich sehe hier einen Vertrag, der dein Leben ändern wird, weil er in einer anderen Stadt ist, weil du dahin fliegen musst. Und zwar noch nicht perfekt. Und ich soll dich nochmal daran erinnern. Das, was perfekt ist, was für dich perfekt ist, ist für andere nicht perfekt. Geh nicht auf diesen, auf dieses, versteif dich da nicht drauf. Das heißt, das, was du hier machst, was du anleierst, was noch ein Geheimnis ist, das wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Und zwar mit den 10 der Scheiben ist es etwas Großartiges. Es ist etwas, ich habe gesagt, der Schlüssel ist schon, steht schon für die Sicherheit, aber die Münzen stehen auch für die Sicherheit. Sie stehen für das Materielle, sie stehen aber auch für das mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Ich überlege gerade, die Münzen sind Stier und Steinbock und Jungfrau. Das sind die Sternzeichen, die wirklich am strukturiersten vorgehen, würde ich fast sagen. Und das sind genau diese Attribute, die mit den Sternzeichen einhergehen, die diese Karte verkörpert. Es ist die Wunscherfüllung in der Sicherheit. Und in der Sicherheit, damit meine ich eben auch, dass du weißt, wie du nächsten Monat deine Miete zahlen sollst. Aber auch, dass du weißt, welche Menschen in deinem Leben gut sind und welche nicht. Hier ist ein ganz festes Gefühl, dass du gefestigt bist in dir, dass du sagst, wenn der jetzt aus meinem Leben geht, egal wie, weil vielleicht gibt es einen Streit, vielleicht geht er in eine andere Stadt, auf einen anderen Kontinent, du kannst trotzdem weiterleben und du kannst gut weiterleben. Aber ich sehe viel mehr, dass du hier einen neuen Vertrag abschließt, dass du hier neue Wege gehst und neue Türen öffnest. Und das mit Sicherheit im Herzen und mit Sicherheit in beiden Beinen fest im Leben stehen. Weil du in die Kraft gekommen bist und deswegen, weil du so kraftvoll in deine kraftvolle Kraft gekommen bist, so genauso soll ich sagen, kannst du die Vergangenheit anschauen mit einem gewissen Abstand und wirklich zu sagen, ja, das ist meine Vergangenheit, die ist in Ordnung, so wie sie ist. Und du kannst sie annehmen und du kannst sie wegpacken. Du brauchst nicht jeden Tag mehr reinzuschauen. Aber wir haben ja hier mit den 2 der Kelchen, hier fließt ja noch etwas. Und das ist auch mit den Wolken hier gemeint. Aus den dunklen Wolken regnet es.
Hier wird noch was gereinigt. Der Regen reinigt, ihr Lieben. Er ist nicht immer nur negativ. So, und jetzt habe ich hier von Christophan, ja, die Kipperakten. Ja, und schaut mal an, die will ja auch unbedingt gesehen werden. Und die soll ich hier hinlegen, die soll ich da hinlegen. Dann mache ich das. Also, wir haben hier Angst und Stress. Wir haben das große Glück. Wir haben den guten Ausgang der Liebe, das Haus in Schieflage und wir haben den guten Herrn im Buch. Und habe ich nicht gerade gesagt, diese Tür, dieser Schlüssel, ich empfinde das auch als Buch. Hier haben wir diese Sicherheit und das ist auch mit ihm hier gemeint, weil er ich muss anders anfangen. Das, was hier aus diesen zwei Kelchen fließt, und es ist nicht aufzuhalten, ihr Lieben, hier passiert etwas. Ich sehe, wie der eine etwas macht, kocht oder im Garten arbeitet, und der andere guckt demjenigen zu, der oder die andere. Ihr wisst, Geschlechter spielen keine Rolle. Und indem er oder sie den Partner anschaut, wird etwas in ihm ausgelöst. Ich spüre ganz deutlich, dass der Blick sich verändert, dass da auf einmal Liebe reinkommt oder auf einmal auch dieses sichere Gefühl, ich brauche den nicht mehr. Also es gibt so oder so. Ich weiß nicht, es ist eine allgemeine Legung. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. In jedem Fall wird sich hier etwas komplett wandeln. Und zwar von der Freundschaft in Liebe oder eben von der Liebe in die Trennung oder von der Liebe in die Freundschaft. Und das hier ist der Vertrag zu dir selbst, dass du sagst, ja, ich kümmere mich jetzt um mich, auch wenn ich nicht perfekt bin, ich kümmere mich um mich und das Haus bist du dann auch. Und wir haben hier diese Angst und Stress, das ist diese Situation dieser Unsicherheit, die hier vorher vorherrscht. Aber mit dem Wissen, dass jetzt hier neue Wege gegangen werden können und auch das Alte angeschaut werden kann, Kraft, weil ich oder weil du in deiner Kraft bist, kannst du das Alte anschauen, ohne dass es dich catcht wieder und runterzieht. Und das ist so wichtig, das ist genau das Wichtigste. Deswegen dieser Regen, der hier rauskommt, der reinigt diese Karte mit R. Wie heißt sie? Angst und Stress. Das ist Kummer und Widerwärtigkeiten. Und das wird gereinigt. Und übrig bleibt dieser Glücksrabe mit der Kirsche. Und die Kirsche das ist das, was ich jetzt sehe in meiner Vision, das ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber erst muss es sich ausregnen. Erst muss diese Strengst, Angst und Stress ausgeregnet werden. Und dann geht es hier ins große Glück, in den guten Ausgang, in der Liebe. Und entweder zu diesem neuen Herrn, zu dieser neuen Geschichte oder abends zu dir selbst. Ich habe hier ganz viel Selbstliebe, ihr Lieben. Und zwar wirklich, dass ich hier sehe, dass ich sage es ganz klar, ein Paar, das schon ganz lange zusammen ist. Der eine schaut den anderen an, wie er eben wirkt oder etwas tut, und dann merkt er, da ist keine Liebe mehr. Aber das gibt Gewissheit. Und manchmal ist es so, oder beziehungsweise mir wurde kürzlich noch gefragt, ich kann mit Ehrlichkeit und wenn sie wehtut und knallhart ist, mehr anfangen wie mit einem falschen Weiterleben, mit einer falschen, schönen Aussage. Hier in dieser Legung steckt ganz viel Wahrheit durch Wissen, ihr Lieben. Ich bin Licht und Liebe. Und zwar von Gabi Shayana Hoffmann aus dem Schirner Verlag. Schauen wir, was darf ich denn wissen? Was darf ich wissen, um es euch weiterzugeben? Konzentriere mich auf die Karten. Ich finde das Bild heute extrem schön. Ja, ne?
Ich bin lebendig. Sprudelnde Energie durchfließt mich und lässt mich die Lebendigkeit des Seins spüren. Und die will ich auch in die Wahrnehmungsebene legen. Genau das ist es. Ich bin lebendig. Ich bin kraftvoll. Egal, was von außen kommt, ich schaffe das locker. Ich bin im Vertrauen. Alles in meinem Leben hat seinen Sinn. Ich vertraue darauf, dass sich alles ineinander fügt. Und das ist auf die Wege gefallen, ihr Lieben. Auf die Wege, aufs große Glück und auf den guten Ausgang in der Liebe. Ja, bleib im Vertrauen. Es ist das Beste, was du machen kannst. Weil alles regelt sich. Es regelt sich immer für dich. Niemals gegen dich. Immer für dich. Auch wenn du das eine erst durchleben musst, aber es ist der nächste Schritt hier, die Wege. Es ist der nächste Schritt zu deinem Ziel. Ja, und dann haben wir hier die Karte, die ist in Schieflage, also in Schieflage, aber die zeigt ganz deutlich, dass sie raus will und die lege ich auf die Herzebene. Ich bin empfänglich. Positive und liebevolle Energien versorgen mich beständig mit dem, was ich gerade brauche. Und das ist gerade so wundervoll, weil es auch in der Liebe diese Empfänglichkeit, im Herzen diese Empfänglichkeit gibt. Selbstliebe nicht vergessen. Es geht nicht nur um die romantische Liebe, es geht auch um Familienthemen, um Arbeitskollegen. Und zum Schluss auf der Ebene der Intuition. Ich bin wertvoll. Mein Wert ist unabhängig davon, was ich leiste und besteht einzig und allein dadurch, dass es mich gibt. Und das ist so wichtig, dass es auf dieser Position hier liegt. Das muss in dein im Unterbewusstsein. Damit du das lebst, damit du spürst, damit du es nach außen tragen kannst, musst du es in deinem Kern erst spüren. Und ganz viele können das noch nicht. Im Grunde sagen die Engel, muss man dieses Orakel hier von unten nach oben lesen, weil im Unterbewusstsein beginnt es. Ich bin dankbar. Ich bin von Dankbarkeit und Wertschätzung erfüllt. Ich bin zutiefst erfüllt. Zutiefst, ihr Lieben. Dass ihr mich begleitet, dass ihr mich so weitertragt. Ich bin unfassbar dankbar. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Ciao.